So, herzlich willkommen zurück. Ja, ich bin jetzt hier wieder hingelaufen. Fallschaden gibt es absolut nicht. Ich bin gerade aus einer Höhe runtergefallen, wo wir mindestens dreimal gestorben wären für. Hier sind wir aber nicht. Von daher schließe ich aus, dass es hier einen Fallschaden gibt. So, finish. Ja, sehr schön. F, wieder Belohnung abholen. Jetzt sind wir wieder belastet. Ist wieder richtig awesome. Ja, wartet kurz. Ich glaube, ich stelle mich mal kurz hier so in der Ecke. Und gucken, ob wir die austauschen können. Ja. Sehr schön. Das heißt wohl, dass es gibt stärkere. 6, 18, 12. Seht ihr? So, aber selbst der ist noch. So, sehr schön. Ja, das haben wir jetzt geschafft. Jetzt ist aber unsere Tasche immer noch zu voll. Jetzt müssen wir mal ein bisschen. Ritter müssen wir dafür sein, ist klar. Aber wir sortieren mal gerade aus. Und den zerlegen wir auch noch. Sehr schön. Und den auch zerlegen. Oh, scheiße. Sagt bloß, wir können sogar Ringe zerstören, die... Boah. Die wir angelegt haben. Ich hoffe nicht, das wäre ja mal die pure Zerstörung dann. Okay. Weiter geht's. Ja, wir laufen diesmal von der anderen Seite oder wir haben diesmal echt eine extreme Abkürzung benutzt. Könnte man... Ah, Belohnung einfordern. Haben wir jetzt wirklich die Quest endlich abgeschlossen. Ja, bringen wir noch das Zeug dahin. Boah, das wäre echt mal zu schön. So. Machen wir das kurz und schmerzlos mit dem hier. Was scannt der denn da? Den füllen wir mal besser ein. Und den jetzt auch. Der Finisher ist immer richtig cool gemacht. Feiere ich richtig hart. So. Und oben geht's, haben wir noch ein Stück weiter. Jetzt brauchen wir nur noch eine Aufgabe erfüllen. Finde. Oh nein, Lana will, dass ich sofort in die Hauptstadt komme. Sorry, ich muss gehen. Das ist gut. Das ist besser, wenn du nicht zu verärgern. Ja, super. Und was mache ich? Finde Markus im göttlichen Observatorium und sprich mit ihm. Im göttlichen Observatorium. Okay, das wird ja dann wohl heißen. Die Mecha-Dinger zerstören. Okay, das machen wir noch. Weil ansonsten haben wir nämlich eigentlich soweit. Terminal heißt, ich soll dann zurückgehen. Und jetzt soll ich hier wahrscheinlich die Viecher killen. Ich schau mal. Okay, das war ein Klon. Und jetzt machen wir die Pirouette. So. Nice. Schauen wir mal. 21% haben wir. Der hilft mir gerade. Auch schön. Warum läuft der weg? 31%. Ja, das sind sie. Sehr schön. 42%. Dann wollen wir mal weiterkämpfen. Wo sind denn hier noch die Gegner? Da sind noch zwei hinten in der Ecke. Die Karte ist auch sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Man sieht alles, man erkennt alles, wo man hin soll. Also es ist recht einfach gehalten, finde ich persönlich echt gut. Und ja, mir gefällt es auf jeden Fall richtig, richtig gut, das Spiel. Kann ich immer wieder nur sagen, spielt es ruhig aus oder wartet halt, bis es wirklich in die Open kommt. Falls ihr sagt, okay, nee, das war ist ja jetzt doch nicht ganz so mein Spieltyp. Nicht, dass ihr dann euch das Pack so umsonst gekauft habt. So lange könnt ihr ja mir noch ruhig zuschauen, wenn ihr wollt. Ich zwinge hier ja keinen. Aber wäre schön, ich würde mich freuen. So, oh, da müssen wir mal schnell zur Seite. Sehr schön. Die Pirouette. So. Aha. Aufgabe erfüllt.
jetzt muss ich da irgendwas machen. Alles klar. Ne, 63% doch nicht. Ich dachte, ich hätte die Aufgabe gerade erfüllt schon. Boah, Credits. Hier kommen Credits, immer weiter Credits für uns. 84% haben wir. Da sind noch zwei. Da müssen wir vielleicht die 100 schon haben jetzt. So. Boah, der hat ordentlich kassiert. Habt ihr das gerade gesehen? Jetzt. Ende. Einfrieren, ja. So. 94% und der hier wird sein. Oder wird es auch nicht sein. Wir werden es jetzt sehen. Oh, ich bin geblendet. Wie geil sieht das denn aus? Guck mal. Ich bin geblendet. Ah. So. Sehr schön. So, das haben wir geschafft. 3 von 5 Sachen haben wir jetzt. Ja, jetzt müssen wir nur noch... ja, zum Upload-Terminal wieder zurückwenden oder die Aufgabe da machen oder was das sein soll. Ich töte die zweimal. Wer weiß, was das für eine Aufgabe ist. So. Mal sehen, Pirette. Vielleicht muss ich die auch töten, so sieht das zumindest aus. So, den können wir jetzt einfrieren in 3, 2, 1, jetzt. Sehr schön. Den haben wir besiegt, noch 2 müssen wir davon besiegen. 180 Meter und 200 in die Richtung, sehr schön, dann machen wir das auch noch. Dann haben wir aber auch wirklich die komplette Karte dann abgehakt mit allen Aufgaben. Und ihr seht, die Aufgaben sind schon recht lang, könnte man ab und zu sagen. Also so eine Map ist schon viel zu tun. Finde ich cool. Auf jeden Fall. Das macht ja auch eh Spaß. Aber manchmal, kennt ihr das, da möchte man einfach nur durchkommen. Da hat man keinen Bock jetzt noch 8 Jahre zu kämpfen hier. Man will einfach nur durchkommen. Und hier, die zwei sind anscheinend gerade gestorben. Da muss ich mal kurz warten, bis sie kommen. Oder sind die Viecher da? Das kann natürlich auch sein. Dann werde ich mal einfach jetzt so angreifen. Und den Schneesturm holen. Sehr schön. Und einfrieren. Oh, der ging ja schnell tot. Aber so wie es aussieht, sind das die beiden. Nur warum kommen jetzt die anderen noch? Das verstehe ich jetzt mal gar nicht. Ah, na gut, okay. Was soll's, wir sind eh stark genug. Oh, können doch die zwei sein, die jetzt da gerade kommen. Alter, jetzt sind es zu viele langsam. Jetzt wird's kritisch. H drücken mal. Denn ihr wisst ja, wenn wir sterben... ja gut, dann wäre es mir auch egal, weil dann spawn ich eh beim Terminal. So. Boah, warum sind das hier so viele immer weiter? Ich weiß schon gar nicht mehr, wen ich hier angreifen soll. Aber ich hole mir mal mein Leben schnell. Also es ist, wie gesagt, ne, es ist ein sehr, sehr flinkes Spiel. Da kennt man auch nichts. Es ist einfach ein sehr, sehr schnelles Spiel. So. Aber ich finde, ich stehe darauf, denn das ist so ein chaotisches... es ist trotzdem nicht chaotisch, wisst ihr? Also es ist zwar schnell, aber nicht chaotisch. Es gibt ja auch die Spiele, die dann so richtig ausarten. So eine Hektik, keiner weiß mehr, was abgeht. Aber das ist hier gar nicht. Das ist echt cool. So, jetzt können wir mal... ja, da hinten hin. Oh, nee, besser da nicht hier. So, nee, der greift mich auch schon wieder an. Ach, da muss ich hin. 195 Meter nach da und dann lasse ich mich einfach töten. Dann müsste ich ja genau da rauskommen, wo ich rauskommen wollte. Ja, clevere Idee. So, 90 Meter noch. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich die Aufgabe, die euer Folge angefangen habe. Scheiße. Egal, nicht so wichtig. Da sind ja meine zwei Helden. So. Und hier kommt wieder der Sturm des Jahres. Natürlich gefolgt von der Pirette. Wenn ich so schon... boah, krass, ey. Wer gibt mir denn da so hart? Dieses Ding da, was ich nicht zerstören kann. Oder schon doch.
Nice. Den muss ich auf jeden Fall zuerst töten. Der geht mir tierisch auf die Nerven. So, stirb du schon mal. Hier kriege ich noch mein Leben zurück. Hier sammle ich schon mal das Geld ein für dich. So, und dich friere ich jetzt auch eine. 3, 2, 1. Einfrieren. Okay, irgendwie geht das bei dem nicht. Dann muss ich ihn halt so töten. Kein Problem. So, F drücken. Und selbst das ist 4. von 5 Aufgaben. Jetzt kommt das letzte. Da in die Richtung. 300 Meter. Mal gucken. Ja, direkt dort. Das ist der Rächer. Scheiße, den habe ich natürlich nicht besiegt bekommen. Ne? Hier muss ich hin. Das ist der Rächer jetzt. Und da sind überall Gegner, ey. Na, ich versuche einfach mal durchzurennen. Okay, es gibt doch eine Sache, die mich tierisch stört, und das ist dann doch das, zu oft die Taste gedrückt. Das ist dann, dass die erstens die Gegner einen sehr, sehr weit verfolgen. Das ist echt nervtötend. Und zweitens ist noch nervtötend, finde ich persönlich, ja, super, dass die aus dem Nichts kommen. Und drittens ist noch nervtötend, dass man irgendwie nicht sprinten kann, ey. Das ist echt so eine Sache. Ach, warte mal, das ist ja gar zum Glück nicht meine Aufgabe. Oh, Schwein gehabt. Besiegt die Räuber. Da sind die Räuber. Aha, cool. Nein. Ach du dumme Funz. Jetzt hast du die ernsthaft besiegt gerade. Gut, dann warten wir hier auf sie. So, in der Zeit. Tasche. Ja, die Kapsel wieder. Jupp. Jupp. So. Dafür müssen wir Dings anhaben. Dafür müssen wir Lichthüte anhaben. Die kriegen wir erst wann? Nicht genug Prestige. Ach, 700 brauche ich. 612 habe ich. Knapp dran. Ja, mal sehen. Wir können hier unsere Punkte wieder reinhauen. Klar, aber ich denke mal, ich spare die jetzt erstmal. Zurzeit machen wir ja genug Schaden. Ja, meine Fähigkeiten sind soweit. Ach ja, hier zeigt er an, auf welchem Platz die kommen würden. Ah, da müsste man sich entscheiden, welcher von denen immer. Und die können auch noch dazu kommen, so wie es aussieht, alle. Also es ist schon mal ein Riesenspiel. Es ist bis jetzt schon mal ein Riesenspiel. Finde ich richtig gut. Wo bleiben denn die zwei Typen, ey? Ah, warte mal. Das heißt, wenn ich sage Terminal... Einen Moment, das muss man gleich testen. Oh, nice. Da habe ich gerade den übelsten... Die habe ich gerade so schnell kaputt gemacht. Oh, jetzt muss ich auch noch die Räuber alle besiegen. Scheiße. Aber die kippen zum Glück schnell aus den Latschen. ...36% habe ich jetzt. Ich helfe der Kleinen mal. ...50% geht nämlich irgendwie alles viel, viel schneller. Ihren Charakter sehr gut im Griff anscheinend, so wie das aussieht, oder die kloppt einfach nur auf den Tasten hin und her. Ja, da ist nochmal so ein dickes Vieh. Können wir uns überlegen. So, okay, damit haben wir es angegriffen. Da führt jetzt auch kein Weg mehr dran vorbei.
dachte schon gerade, sie wäre besiegt worden. Aber ist sie nicht. Sehr schön. Damit kann sie uns weiterhin helfen. Und einfrieren könnte ich sie. Aber sie hat schon den Blitz gemacht. Nice. Wir haben wie wieder zwei Birken bekommen. Oh, da kommen sie ja direkt wieder. Sehr schön. Gleich haben wir die Aufgabe erlöst. Fertig. Alles picobello. Wir können dann friedlich nach Hause gehen. Ich kann den nicht angreifen, komischerweise. Aber wenigstens einfrieren. 83% dort. Warum kommen die denn immer aus dem Nichts her? Naja, okay. Drückst du mal C oder was wartest du? Sehr schön. Sehr schön. Und damit haben wir die Sache doch im Sack. Fertig. So, jetzt kann ich hier machen. Mal gucken, ob er es schafft, allein dahin zu laufen. Per Autopilot wäre natürlich eine richtig geile Sache. Mal sehen, wie gut der Autopilot jetzt schon läuft. Wow. Wow. Ich bin mir da jetzt noch nicht so ganz sicher. Aber wir probieren es nochmal. Hat auf jeden Fall was. Ja, wir könnten jetzt die auch noch besiegen, aber ich bin da jetzt mal ganz ehrlich. Obwohl, warte, wenn das jetzt echt die letzte Aufgabe ist. Nee, das Lila wäre auch noch da. Kann ich später mal machen. Ich will jetzt erstmal weiterspielen. Mich. So, ich hoffe, es stört euch nicht, wenn wir das jetzt mal ignorieren. Ja, wir sollen, genau, wir sollen mit dem Kerl sprechen. Also teleportieren wir uns mal wieder in unsere Basis zurück. So. Ich glaube, um 21:15 habe ich angefangen, die Aufnahme, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Dann werden wir die jetzt nur noch anquatschen und dann beende ich die. So. Wo ist denn der coolen? Okay. Da hinten. I don't know how to thank you. I couldn't do it alone. You had a question about the gravedigger, didn't you? Well then, don't think I'm crazy, but there's a chance the gravedigger isn't really an evil creature or an invading monster. I saw him spare a mortal's life when he easily could have killed them. It's the truth. Have you ever known the remnants to do something like that? They show no mercy. He's alive. You can talk to him in person if you want. Name's Emilius. He works as a captain of a civilian boat. Finish. So, F drücken für unsere Belohnung. Sehr schön, davon haben wir wieder eine Kapsel bekommen. Deine Tasche ist voll. Hat sich verlangsamt, das war mal klar. Ja, meine Mission ist natürlich da hinten wieder. Ich werde nachher mal die Taschen ein bisschen aufräumen, damit wir dann weitermachen können. Denn ihr seht ja, das ist ein bisschen, also ein bisschen. Wie viel kosten sie denn hier unten? Schon eine Milliarde dann? 885.000. Ja, wir haben auch sonst kein Geld. Gut. Alles klar. Ich bin froh, dass er das dann hier so lagert und nicht sagt, okay, das geht einfach nicht. Finde ich cool. Dann ist mein Lauftempo einfach immer mehr beschränkt wahrscheinlich. Naja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Hoffentlich schaltet ihr wieder ein. Bis dahin, euer Murex. Haut rein.